Roland, du bist jetzt bei uns zu Gast in unserer Podcast-Reihe, die sich um das Thema Pflegemeinung kümmert. Und wir kommen nachher dazu, du hast da auch ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, weil wenn man ein Buch schreibt, dann setzt man sich intensivst mit diesem Thema auseinander. Und dein Buch hat ja 760 Seiten, das heißt, wir haben hier einen absoluten Experte bei uns. Aber die erste Frage, die ich stelle, wer bist du für unsere Gäste? Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Roland Engerhausen, bin jetzt 54 geworden, seit knapp 3 Jahren Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, mache das mit viel Leidenschaft und Herzblut, mich für die Bayerischen Krankenhäuser einzusetzen, bin dabei auch bundesweit tätig. Vorher war ich Vorstandschef längere Jahre einer gesetzlichen Krankenversicherung, also einige sagen aus der anderen Seite, aber auch da ging es ja um Gesundheitsversorgung und das hat mir ja mein ganzes Berufsleben auch davor geprägt. Privat komme ich eigentlich aus Kiel und bin dann über Berlin und andere Standorte nach Bayern gekommen und schätze auch, dass in Bayern einige Dinge ja doch noch ein bisschen anders laufen als in Deutschland. Das meine ich nicht so von oben herab, aber die gesellschaftliche Verbundenheit ist dort etwas, was enorm ist. Das erleichtert auch Integration. Wir kommen vielleicht auch auf die Integration der Pflege. Das ist vielleicht auch in so einer Region wie in Bayern noch ein bisschen einfacher als in Berlin beispielsweise. Das hat auch, glaube ich, was mit landsmannschaftlichen Identitäten zu tun. Ja, ich wohne in Berlin und das ist das der Stadt der Unverbundenheit. aber auch in meiner Region, wo ich wohne, gibt es, glaube ich, 80% Zugewanderte. Und dann heißt es, dann ist es immer nur eine Migrationskultur. Das ist, glaube ich, ich liebe auch Bayern. Ich komme selber aus Flandern. Bayern und Flandern haben ja ziemlich viel gemeinsam. Aber wir reden ja aber nicht über die Kultur, aber über dein Buch. So, du hast dieses Buch geschrieben. Und was war die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Ja, das Buch heißt ja Die Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten. Und ich habe das auch nicht alleine geschrieben, sondern wir sind ein 4er-Herausgeber-Team, was wundervoll zusammengearbeitet hat mit weiteren Autorinnen auch. Und die Idee dahinter ist eigentlich relativ eindeutig. Wir haben in der Pandemie gelernt, sehr früh eigentlich, eine ganz simple Naivität, dass Betten nicht helfen, nicht heilen und dass Medizintechnik nicht heilt. Und diese Grundidee, die wir zu Beginn der Pandemie hatten, wir brauchen Beatmungsgeräte, wir brauchen Betten, die erste Zeit war auch geprägt vom erstmal Aufbauen von Notbetten, Krankenhäusern, hat man schnell gemerkt, das ist alles totaler Schwachsinn gewesen. Sondern richtig entscheidend ist, haben wir das Personal. Und man merkt, dass der Engpass, der richtige Engpass, das sind die Pflegefachpersonen, gar nicht mehr unbedingt die Ärzteschaft. Und dort dann reinzuhören, wie die Belastung ist, was aber auch sozusagen für die Zukunft nötig ist, um auch die Professionspflege zu entwickeln. Das war dann eine ganz starke Motivation zu sagen, wir wollen uns auch aus Sicht einer Krankenhausgesellschaft um die Frage kümmern, was ist denn jetzt zu tun, um auch Krankenhäuser mit der Pflege gemeinsam zu entwickeln. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben ja im Moment auch eine Krankenhausreform vor der Brust, die diskutiert wird. Und da wird manchmal so getan, leider auch von dieser Regierungskommission, die vom Bund beauftragt wurde, als ob man einfach so Leistungsgruppen oder Standorte tauschen kann. Es geht um Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Man tauscht ja nicht irgendeine Lizenz, die dann irgendwo anders da ist, sondern das sind Teams, die dann vielleicht von A nach B wechseln müssen oder Teams, die sich neu finden müssen. Und deswegen brauchen wir auch in einer Krankenhausreform in erster Linie die Lösung der zentralen Frage, wie kriegen wir die Beschäftigungsbedingungen für die Mitarbeitenden, und da ist nun mal die Pflege die größte Berufsgruppe im Krankenhaus, wie kriegen wir die gut organisiert und nicht eher sogar durch so eine Reform noch einen Scherbenhaufen in der Mitarbeiterschaft dann hingelegt. Wird denn diese Reform auch Rücksicht genommen auf die Motivation für das Buch, die dann eigentlich mit der Covid-Lehre zu tun hat? Oder ist das wieder so ein rein politische, auf diese alte Narrative, wir haben zu viele Krankenhäuser müssen reduzieren. Naja, die Reform hat, die Reform im Krankenhausbereich ist sehr technokratisch umgesetzt bisher. Und wir versuchen
dem ein bisschen menschliches Leben einzuhauchen, wenn ich das so sagen darf, ohne dass wir die Reformen nicht diskreditieren. Wir brauchen schon eine veränderte Zusammenarbeit, auch ambulant stationärer Strukturen. Und wir müssen uns auch bewusst machen, wo setzen wir Pflegefachpersonen ein. Und wenn es knapp wird mit der Ressource, ist es auch gut, mehr ambulant zu machen, weil wir da sozusagen mit weniger Personaleinsatz arbeiten können. Aber genau diese Lehren daraus zu ziehen, dass wir ja kein echtes Finanzierungsproblem haben in der Gesundheit. Wir haben vielleicht jetzt ein Steuerloch oder sowas, aber wir als Gesellschaft werden immer bereit sein, für Gesundheit auch Mittel bereitzustellen als Wohlfahrtsstaat. Mhm. Aber wir, deswegen ist diese Diskussion da auch schwierig, aber der echte Engpass, der auf uns zukommt, wird ja die Frage sein, haben wir noch ausreichend Personal, und gerade in der Pflege, für die Behandlungsbedarfe, die wir in der Zukunft haben werden. Und das ist die große Motivation. Das bezieht ja viele Fragen, aber genügend Personal ist der Berufsgruppe attraktiv, weil es gibt jetzt eine Ministerin, die jetzt unterwegs ist in Brasilien oder unterwegs war, um dann die Arbeitskräfte aus dem Land rauszuziehen. Und ich kenne das auch während Covid. Hat zum Beispiel Ägypten, das habe ich in einem anderen Podcast auch erwähnt, da hat die USA auch ein Special Visa Programm aufgesetzt und sind 10.000 Ärzte von 80.000 ausgewandert. Also das heißt, dass mehr als 10% der mit Steuergelder finanzierte Arbeitskräfte, also Mediziner, einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Und meine persönliche Meinung ist, das sind ja nur Pflaster. Das Problem kann man ja nicht nur hier lösen. Das muss man global auch angehen. Inwieweit ist die globale Sicht da auch bei euch verändert? Also die Gewinnung von ausländischen Fachkräften, gerade in der Pflege, die brauchen wir im Moment. Wir sollten das aber eher verstehen als sozusagen jetzt Brücke für eine bessere auch Sicherstellung der Versorgung mit Personal, was wir in Deutschland auch haben. Und da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf, wie die Balance innerhalb sozusagen der deutschen Ressourcen auch auflösbar ist. Im Moment ist es aber so, wir brauchen die ausländischen Pflegefachpersonen und wir müssen nicht so tun, als ob wir dort den Ländern, wo wir diese Anmerkung machen, was Gutes damit tun. Die Zeit ist vorbei, dass wir auch in anderen Ländern viel zu viel Beschäftigte hatten oder so, sondern gerade in Europa nehmen wir anderen Ländern Pflegefachpersonen und auch Medizinerinnen und Mediziner einfach weg. Das ist schon auch, das muss man schon im Hinterkopf behalten, dass das ist nicht nur gut. Aber natürlich, da wo viel ausgebildet wird, beispielsweise in den Philippinen, wenn ich jetzt mal ein asiatisches Land nehme, mit extrem gut ausgebildeten Pflegefachpersonen, oder aber auch in Osteuropa, wo wir teilweise auch sehr gute Pflegeausbildung haben, wenn es dann Überbedarf gibt, dann kann man das tun. Dann muss man aber auch akzeptieren, dass die Integration richtig aufwendig ist. Und diese Integration beginnt ja erstmal technisch mit den Anerkennungsverfahren. Die dürfen die Menschen nicht so lange in der Luft hängen lassen. Da gehen wir jetzt in Bayern einen Schritt in so Fastlane-Strukturen, wie wir das jetzt nennen, rein, dass sich das alles beschleunigt. Aber neben der technischen Integration ist natürlich dann auch die persönliche Integration nötig. Und die funktioniert in Bayern noch ein bisschen besser als woanders. In Berlin? Ja, weil man schnell auch, gerade auf dem Land ist das gut, schnell auch irgendwie mitgenommen wird. Und da hilft es auch, dass ein Krankenhaus oftmals so der größte Arbeitgeber in der Region ist und da ja auch schon viele Menschen sind. Das ist dann nochmal möglich, aber das muss auch organisiert werden. Und das darf auch nicht stehen bleiben bei der Integration der Pflegenden, sondern wenn auch Ehepartner mitkommen, muss man die Integration machen, wenn Kinder mitkommen. Und das ist auch wichtig, dass man da dann nicht so in Wohnblocks für ausländische Pflegekräfte denkt, sondern dass es wirklich auch eine richtige Integration in den Sozialraum gibt. Da gibt es auch Best-Practice-Beispiele, die sind gut. Aber wie gesagt, mittelfristig müssen wir das Problem auch bei uns in Deutschland lösen. Ja, also ich aus meinem Werdegang, ich habe ja ein paar Mal das Land gewechselt, kenne ich das sehr gut. Und Deutschland war bei Weitem das schwierigste Land, um mit die Bürokratie umzugehen, wenn man einwandert. Das stimmt. Und ist man echt sehr froh, wenn man da Hilfe bekommt. Sicher, wenn man die Sprache dann nicht gut versteht. Ich war schon
überfordert und meine Deutschsprache, also meine Deutschkenntnisse sind ja nicht so, dass ich das nicht verstanden habe, aber es war einfach ein Journal und ich glaube, da Hilfe zu leisten ist schon mal extrem wichtig. Jetzt mal wieder zurück zu deinem Buch. Dein Buch fängt an mit dem Kapitel Realitätscheck. Das hast du jetzt teilweise jetzt über Covid schon erwähnt. Gibt es da noch Sachen, die unsere Zuhörer vielleicht wissen sollen, was vielleicht nicht so ganz sichtbar ist? Weil Realitätscheck heißt für mich ein bisschen auch, okay, das sind ja richtige Fakten, die dann vielleicht nicht übereinstehen, damit das Bild, was man nach außen quasi gibt, was vor allem. Ja. Ich möchte da vielleicht einen Punkt rausnehmen, der mich auch persönlich sehr bewegt. Aber vielleicht vorab noch, insgesamt ist das Buch positiv ausgerichtet. Aber wie das halt so ist, dass man dann auch typisch deutsch, bevor man einen Sollzustand der Zukunft definiert, guckt man sich erstmal die Ist-Situation an, die ist halt nicht so richtig gut. Obwohl wir eigentlich viel bewegt haben und viel erreicht haben, auch in der Pflege, wenn ich allein an die Ausbildung denke, die ist jetzt bezahlt, früher musste sich eine Pflegefachperson sogar selber die Ausbildung finanzieren und so komische Dinge. Aber dennoch ist was hängen geblieben. Es hat was mit der Pandemie auch zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Worten keinen Taten gefolgt sind. Jeder hat noch das Klatschen in der Pandemie so im Kopf. Es hat auch was damit zu tun, dass die Pflege dann doch irgendwie immer nur am Katzentisch sitzt, wenn es um Gesundheitsentwicklung geht und doch eher die Medizinerinnen und Mediziner oder aber auch die Ökonomen das Feld dominieren. Aber der ganz große Punkt, der im Realitätscheck, glaube ich, nachdenklich machen sollte, ist, dass der Beruf auch als etwas mittlerweile angesehen wird oder die Berufsgruppe, die geschützt werden muss. Sie muss vor Entlastung geschützt werden. Sie muss vor Überforderung geschützt werden, so rum. Und es müssen Entlastungsgesetze her und es müssen Entlastungstarifverträge her. Und die sind alle überfordert in der Pflege. Das ist ja das, was man so hört. Und dazu dann noch, und bestimmt ist auch der Mindestlohn wichtig. Und das ist ja alles, ehrlicherweise, wenn man das sagen darf, auch nicht mal die halbe Wahrheit. Wir haben eine gute Gehaltsentwicklung in der Pflege. Die kann noch besser sein. Die wird sich auch weiterentwickeln, aber da ist schon viel passiert. Und natürlich gibt es auch besondere Überlastungssituationen, gerade wenn man auch mit Schicksalsschlägen zu tun hat, was ja im Krankenhaus schnell passiert, wenn man auch vielleicht irgendwie mit der Arbeitszeit nicht so ganz klarkommt, weil man aus dem Freiheitsdruck geholt wird, also was wir alles kennen. Ich glaube aber, niemand will in einem Beruf arbeiten, der schon diesen Touch hat. Da ist es aber schwierig, da müssen Entlastungsgesetze her, da müssen Entlastungstarifverträge her, da muss man die Menschen, die dort arbeiten, schützen vor Überforderung. Wer will denn so einen Beruf arbeiten? Wir brauchen eher ein Möglichmachergesetz, ein Entwicklungsgesetz. Wir müssen Karrierefäden aufzeigen, wo man hingehen kann mit dem Beruf. Und das kommt viel zu kurz. Und dadurch haben wir halt einfach eine Situation, dass auch kein Vater oder keine Mutter so voller Begeisterung sagt zu den Kindern, wenn du wirklich einen guten, tollen Job machen willst, dann geh in die Pflege. Und solange wir das nicht umdrehen, werden wir auch ein weiteres Problem haben. Und deswegen dreht sich das weitere Buch sehr stark darum, wie wir den Beruf wirklich attraktiver machen. Weil da muss es viel weiter gehen als ein bisschen Entlastung. Muss man dann die SBGs ändern? Naja, man muss, glaube ich, erstmal eine Berufsordnung schaffen, die es dann auch ermöglicht, Karriere zu machen. Also ein Arzt kann Karriere machen, indem er Experte wird für irgendwas und da dann große Vorträge hält, was er Tolles, Neues macht, dann vielleicht Chefarzt wird. Eine Pflegefachkraft kann auch Karriere machen, aber eher dann im Management eines Krankenhauses. Aus dem Bett raus, also vom Bett weg. Aber die Karriere im Bereich der Pflege selber, beispielsweise indem man sich besonders qualifiziert auf der Intensivpflegestation, dort eine Führung übernimmt, aber auch eine besondere Fachlichkeit übernimmt, das findet halt nicht statt. Und mit dem medizinischen Fortschritt fehlt so ein bisschen die Entwicklung der Pflege auch in der Wissenschaftlichkeit, in dem Anspruch, in der Komplexität. Und da sagen natürlich einige denn, ja Herr Kultur, aber der Job ist doch jetzt schon fast überfordernd, wie soll denn das gehen? Aber das ist Quatsch. Wir brauchen sozusagen Karriere,
Möglichkeiten für Pflegefachpersonen, die das wollen. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch eine differenzierte Berufsentwicklung für Menschen, die dann nicht so viel Komplexität haben wollen. Aber diese Differenzierung, die ist nötig. Und Heinz Lohmann, der recht bekannt zum Gesundheitswesen, Gesundheitswissenschaftskongress ja macht in Hamburg, und der hat auch mitgeschrieben über einen Artikel in dem Buch über Sozialprestige. Und der bringt es auf den Punkt, dass wir mehr Sozialprestige brauchen in der Pflege. Und dafür brauchst du auch eine Gar-Einkommensentwicklung. Nicht unbedingt, weil das Geld fehlt, sondern auch, weil natürlich das Einkommen so ein bisschen aussehnt, wie hoch ist denn die Anerkennung in diesem Beruf. Und diese Entwicklung, die muss, wie gesagt, auch am Bett möglich sein. Ja, das war eine Akademisierung der Pflege, Professionalisierung. Weil das ist, was die Brasilianer mitbringen werden, wenn wir die über FISA bringen. Weil in Brasilien ist ja die Pflege professionalisiert. Alle Länder bringen das eigentlich mit. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn jemand aus dem Ausland kommt, in der Regel ja akademisch ausgebildet, der fragt erstmal, wo muss ich mich hier registrieren lassen als Pflegefachkraft? In Deutschland irgendwie wo? Ja. Dann, wie kann ich meine Zulassung, meine Registrierung erhalten durch den Nachweis von Weiterbildung? Ganz normal in Deutschland ja eine Ärzteschaft. In anderen Ländern in der Pflege auch ganz normal. In Deutschland brauchst du nicht. Die sind erstmal überrascht, wie wenig wir hier so haben strukturell. Und dann haben wir genau den Punkt, Pflegefachpersonen aus dem Ausland sind überrascht, wie wenig man hier machen darf. Das Thema Vorhalteaufgaben, delegierte, substituierte Leistung wird ja immer wieder diskutiert, auch mit der Ärzteschaft zusammen. Und klar ist, wenn wir weiter in der Akademisierung arbeiten, und wir sind da absolut dafür, dass es richtig ist, weil wir haben ja immer mehr Abiturienten und deswegen brauchen wir auch für die Abiturienten Möglichkeiten in der Pflege akademisiert sich aus- und weiterbilden zu lassen. Aber dann brauchen wir natürlich auch irgendwie diese Möglichkeiten, dann die Pflege auch mit mehr wissenschaftlichem Anspruch anzugehen. Und da gibt's ja auch viele Beispiele, auch jetzt gerade in der Nahtstelle ambulant stationär mit Community Health Nurses und so weiter. Und da müssen wir was machen, dass wir diese Möglichkeiten schaffen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten bilden wir Menschen aus, die dann enttäuscht sind, dass sie das, was sie gelernt haben, gar nicht anwenden können. Wir hatten ja die Professor Martina Hassler bei uns, die ist ja 20 Jahre lang da unterwegs und sehr laut. Ja, und Martina Hassler hat den Realitätscheck mitgeschrieben. Also, ja, genau. Und, es war genauso vernichtend, genau. Genau. Weil sie ist ja gerade die Person, die seit 20 Jahren dann eben akademisch ausgebildet ist und dann die Realität dann doch ein anderes ist. Also, soweit das Thema Realitätscheck. Was ist dann die Besonderheit? Also, wenn ich jetzt auch in die Karriere, wir hatten auch Alex Fischer bei uns, der den Gesundheitskiosk hier in Hamburg macht. Ich war ja viel auch in den USA und da gibt es diese Gesundheitskioske ein bisschen anders, weil man hat dann Nurse Practitioners und die können dann über ein Franchise-Modell eigentlich Karriere bauen, indem dass sie selbstständig so eine Praxis aufbauen. Wie ist das dann, wenn man dann diese Evolution geht? Ist das dann so die Karrieremöglichkeit, die dann Pflegeunternehmerinnen werden, die dann neue Modelle, Innovationen auf den Markt bringen oder sind das dann die digitale Pflegeanwendungen, die die Pflege ersetzen? Digitale Anwendungen werden die Pflege unterstützen. Das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Und Robotik wird vielleicht auch bestimmte Pflegeverrichtungen, die einfach sind, abnehmen können. Aber die Pflege wird dadurch nicht ersetzt. Das ist schon wichtig, dass wir jede Chance der Digitalisierung nutzen. Aber wir brauchen nicht glauben, dass wir dann keine Pflege bekommen, sondern die Aufgaben, die für die Pflege dann sich immer weiter verdichten. Ich rede jetzt von der professionellen Pflege, nicht von der Angehörigenpflege. Die werden immer anspruchsvoller. Und was richtig ist, ist, glaube ich schon, dass wir den Weg gegangen sind mit der generalistischen Pflegeausbildung, die ja doch die unterschiedlichen Aspekte der Pflege beinhaltet. Und ich glaube, bei allen Themen, die wir jetzt auch Richtung Krankenhausreform und Gesundheitsreform insgesamt sehen, erleben wir ein Zusammenwachsen der Sektoren ambulant, stationär. Der ganz große Engpass ist ja oftmals sozusagen auf die Nachsorge nach einer stationären Behandlung in eine pflegerische Versorgung dann im häuslichen Umfeld oder in einem Altenheim. Und da sollen ja auch die Gesundheitskioske eine Rolle spielen. Genauso wie bei der
akuten Prävention, um Krankheiten zu vermeiden. Und wenn man sich das überlegt, muss man sagen, der einzige Beruf, den es so richtig gibt, der intersektoral ist, ist jetzt ja gerade die generalistische Pflege. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, immer wieder deutlich zu machen, dass wir gerade in den Krankenhäusern jetzt mit den generalistisch ausgebildeten neuen Pflegefachpersonen, dieses Jahr schließt ja gerade der erste Jahrgang ab, dass wir damit eine gute Grundlage haben, um auch aus dem Krankenhaus heraus intersektoral Versorgung übernehmen und steuern zu können. Das kann auch ein Gesundheitskiosk machen. Im Übrigen aus meiner Sicht, das Problem ist nur, der Name ist ja so furchtbar. Der ist verniedlichend, der ist auch vom Ansatz her nicht richtig gedacht, weil der Gesundheitskiosk, wie er jetzt in Hamburg, in Willstedt und woanders ja auch exemplarisch aufgebaut wurde, ist halt so eine Struktur, die so nebengestellt wurde. Die ersetzt nichts anderes, sondern die läuft so an den Strukturen vorbei. Und das ist Quatsch. Ich komme ja ursprünglich aus Kiel und kenne so ein bisschen das dänische Modell. Da gibt es eher so ein Bild wie ein Gesundheitsamt in einem Landkreis, was auch gleichzeitig dann nicht nur Kontrolldinge macht oder ein bisschen was in der Pandemie so macht, sondern das ist auch so eine Anlaufstelle Richtung Versorgungsprävention, wie das angedacht ist. Deswegen ist die Grundidee, die regionale Versorgungssteuerung zu machen, die ist richtig. Der Ansatz über Gesundheitskioske ist viel zu kurz gesprungen und hat auch noch einen Namen gewählt, der so blödsinnig ist. War das in der Klinik besser? Ja, das weiß ich gar nicht. Aber, schneller rein und raus. Aber ich glaube, man sollte von den bestehenden Strukturen denken. Dann kann man sich überlegen, ist dies eine Rolle, die ein Krankenhaus übernimmt oder eine Arztpraxis, eine Hausarztpraxis oder eine kommunalstaatliche Stelle. Das kann man vielleicht auch dann nochmal der Region selber überlassen. Aber dass man diese Versorgungssteuerung in einer Region machen soll, ich glaube, das ist klar. Und dass da auch ein toller Berufsentwicklungszweig für die Pflegefachpersonen ist, das ist auch klar. Du hast hier in deinem Buch über Best Practices geschrieben. Du hast sicher Beispiele im In- und Ausland gesucht. Kannst du dazu sagen? Ja, das war ganz interessant. Wir haben angefangen zu überlegen bei Best Practices, dass wir richtig tolle Konzepte haben. Und waren dann, als wir die unterschiedlichen Best Practices uns angeguckt haben, ein bisschen enttäuscht. Und das ist natürlich schwierig. Man holt sich Informationen. Es gibt auch dann Aufsätze über diese Muster. Und ich komme auch gleich drauf, was das sind. Und dann denkt man sich, ja, viel Engagement, aber da passiert gar nicht so viel. Und das haben wir in Deutschland vielfach erlebt. Das sind teilweise Initiativen, wo insbesondere monetär was getan wurde für die Pflege, besondere Zuschläge. Jetzt haben wir Dienstwagen für Pflegekräfte im Krankenhaus standardmäßig und. Es waren andere Wertschätzungsaktivitäten, auch durchaus, was ja sinnvoll ist, gute Ansätze der besseren Dienstplansteuerung, eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Wir haben auch Projekte gesehen, in München ein ganz wundervolles Projekt, wo es um Resilienzstärkung geht, also Personen und Beschäftigte im Krankenhaus mitzunehmen, wenn sie in Krisensituationen sind, weil sie eben auch nach einem sterbenden Patienten und viel Trauer dann der Angehörigen irgendwie selber Unterstützung brauchen. In Würzburg sind die Pflegekräfte, die Pflegefachpersonen mit den Führungskräften der Gesundheitseinrichtung gemeinsam über Monate immer dienstags auf die Straße gegangen und haben gemeinsam protestiert. In Berlin gibt es eine Initiative Pflege jetzt Berlin, die versucht, ganz viel zu machen. Aber wenn man sich das anguckt, das ist ein Flickenteppich. Und wenn man dann ins Ausland schaut, dann sieht man schon einen großen Unterschied. In Finnland, in Israel, in den USA, in Schweiz, überall haben wir gesehen, dass die Pflege sich systematisch entwickelt. Über die Berufsgruppe raus, auch über Kammerstrukturen oder über auch staatlich geförderte Strukturen entwickelt sich die Pflege Schritt für Schritt mit auch Pflegediagnosen, die eine Rolle spielen, die dann auch die Pflege aufwerten oder auf Augenhöhe bringen mit dem Arzt. In Deutschland ist ja die Diagnosenstellung immer nur eine ärztliche Geschichte. Und dann stellt man fest, voller, wir machen viel in Deutschland. Und jede dieser einzelnen Projekte, die wir dort auch in unserem Blick aufgenommen haben, sind toll und wertvoll. Sie bringen uns aber nicht systematisch weiter.
sondern wenn wir Entwicklung systematisch sehen wollen, dann müssen wir ins Ausland schauen. Das stimmt nachdenklich und das war, heute hatten wir ja gerade unsere Buchvorstellung, auch da das ganz, ganz große Thema, dass wir diese systematische Entwicklung brauchen und dafür brauchen wir institutionelle Strukturen. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, wir haben Covid die Diskussion über, wer darf dann impfen. Und dann, wenn man im Ausland schaut, wer impft, dann sind es nicht nur die Ärzte, zum Beispiel. Und ich bin ja sehr stark mit dem Thema KI verwandt. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, wenn die KI eigentlich zu 90% in der Entscheidung immer besser ist als der Durchschnitt der Ärzte, ob man da nicht abskillen kann. Und dann, weil die Minute Clinics waren das ganz klassische Best Practice Leitfaden, die man genommen hat. Aber da kommen neue Technologien noch dazu, die wahrscheinlich helfen können, ja, dieses Upskilling oder diese, das ist ja natürlich ein böses Wort für die Leute, die auf ihrer Besitzungswagen stehen, aber dass man dann sagt, dass man Diagnosestellung mit anderen Berufskräften, die dann vielleicht in die ländliche Versorgung besser zur Verfügung gestellt werden, umsetzen kann. Ich glaube, das Thema Besitzungswahrung ist also so ein Ding, wo Leute eben nicht loslassen können. Also das ist ja nicht nur in der Medizin so. Wir sind leider vom Zeit her, das gibt's, das ganze Buch, das sind 760 Seiten, durchlesen, weil das wird mir sicher noch Inspiration geben, um noch weitere Gästen einzuladen. Aber die letzte Frage, es gab ja auch in Chance, was wäre dann, wenn man jetzt drei Dinge auswählen kann für das Image der Berufsgruppe, weil du hast ja vieles angeschaut. Was sind dann die wichtigsten drei, vielleicht, ich bin nicht doof, wenn man so drei auflisten muss, aber was sind die wichtigsten drei, um das Bild zu ändern? Weil ich glaube nicht, dass das so schnell veränderbar ist. Das muss man jahrelang aufbauen, dann muss man sich daran festhalten können, an diese drei Elemente oder an diese Veränderungen oder Veränderungsstrategien, sage ich jetzt mal. Also, ja. Das sind dann, ich versuche es mal ganz, ganz konkret zu werden. Also die Berufsgruppe selber braucht eine institutionelle Rolle. Da führt kein Weg dran vorbei und so schwierig das ist mit den Strukturen auf Landesebene. In Bayern haben wir eine Besonderheit in der Vereinigung der Pflegenden, sonst auch Landespflegekammern, aber auf der Bundesebene dann entweder eine Bundespflegekammer oder die Übernahme dieser Aufgabe durch den Pflegerat, das geht ja genauso, dann aber auch ausgestattet mit formalen Kompetenzen, beispielsweise auf der Weiterbildung. Im Moment ist die Weiterbildungsordnung für die Pflege ja von der Krankenhausgesellschaft gemacht. Das machen wir nicht, weil wir es wollen, sondern weil es keine andere Struktur gibt. Das muss in die Profession selber rein und überhaupt die Basis zu haben für eine Weiterentwicklung. Das hilft aber noch nicht so konkret. Das ist aber für die mittelfristige Entwicklung wichtig. Kurzfristig müssen wir brutal entbürokratisieren und alles überlegen, was Dokumentationsaufwand aus der Pflege rausholt. Und da hoffe ich auch, in einigen Bundesländern gibt es ja Initiativen, dass wir das auch bundesweit hinkriegen. Und dann brauchen wir eine Imagebildung, um auch junge Pflegefachpersonen zu gewinnen. Und da gibt es ganz tolle Pflegeinfluencer. Unser Buch hat auf dem Cover Vanessa Schulte, eine Pflegefachperson aus der Klinikum Braunschweig, die eine tolle Pflegeinfluencerin ist, nachdenklich, aber sehr positiv. Und da haben wir ganz viele von, die wir sprechen lassen sollten, um auch diese Weiterentwicklung zu machen. Und diese drei Punkte, glaube ich, wären wichtig. Und ich will noch einen vierten sagen, weil ein Best Practice gibt es schon, was, glaube ich, ganz gut ist auch für Management und Führung im Krankenhaus. Das ist einfach dieses Magnetkonzept, also Magnet for Europe gibt es ja mittlerweile auch, kommt ja aus den USA, ist eigentlich schon aus den 80er Jahren ganz alt, aber das ist so das einzige Managementkonzept und Führungskonzept in der Pflege, was wirklich auch schafft, gute Bedingungen zu bringen. Und der große Vorteil dort ist, wenn immer mehr Kliniken, das machen das in Deutschland ja 20 Kliniken institutionell, wenn immer mehr Kliniken das machen, werden die auch wieder gemeinsam sich als Austauschplattform dort weiterentwickeln. Also das hoffe ich auch, weil wir haben natürlich auch im Krankenhaus selber eine Führungsaufgabe an der Stelle zu leisten. Ja. Zwei letzte Fragen. Also die erste Frage bedingt ein kurzes, knackiges Antwort, ein Wort. Was ist denn ein Lieblingspflegerwort? Also wir hatten jetzt schon Menschlichkeit, Zusammenarbeit. Was wäre dein Lieblingswort, wenn es um die Pflege geht? Ist es Professionalisierung. Wow.
damit die Martina Haßmann sich sehr freut. Und dann, wenn man den, wenn, stell mal vor, du liegst im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein in einem Zweibettzimmer, mit wäre dann ein Pulsschluss und wurde mit dem Thema nicht gemacht, ist eine Woche lang. Ja, dann mache ich es ganz einfach mit drei Frauen. Das ist, wir gehen in ein Viererzimmer. Ich glaube, das können die auch mitmachen. Das sind nämlich Maria Schwalberger, Marie Peters und Frau Professor Büchner, also Antonia Büchner. Das sind nämlich die drei Mitherausgeberinnen des Buches. Und wir können dann sozusagen als das Herausgeberteam nochmal überlegen, ob wir vielleicht noch da Nummer zwei schreiben oder ob die Versorgung so gut ist, dass wir damit einen Beitrag geleistet haben, der schon was gebracht hat. Ja, großartig. Ich freue mich auf das Buch und ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und wünsche viel Erfolg, also viel Erfolg bei der Umsetzung all diese Ideen und lass uns hoffen, dass dann auch dieses Mal auch diese Transformation dann auch tatsächlich hier noch angreift und nachhaltig stattfindet. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Danke.